So, jetzt tut die Technik. Perfekt. Mein Name ist Tim Dürkup. Ich bin hier zusammen mit Franziska Pertek von der Firma Nemix. Wir sind marktführende Online-Dienstleister in der Schweiz mit zahlreichen Projekten auch im Umfeld des öffentlichen Sektors. Wir möchten ein bisschen einen praktischen Einblick bieten und den sozusagen aus zwei Perspektiven. Ich bin eher der Kundenverantwortliche, also arbeite in Projekten, bin für Kundenbeziehungen verantwortlich. Die Franziska Pertek ist im Bereich Legal, also Head of Legal, und macht die Verträge. Also diese doppelte Perspektive, die möchten wir Ihnen in der nächsten halben Stunde gerne geben. Das sind agile Grundsätze, dann Vertragsgestaltung und Erfolgsfaktoren nochmal so in Summe. Agil ist ja so ein bisschen so ein Modebegriff, ne? Also man sagt dann, die Projekte scheitern, mit agil wird alles besser. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Blick zurück, woher kommt das Ganze eigentlich? Und wenn man sich da zurückversetzt in so die 70er bis 90er Jahre, in die IT-Entwicklung, dann hat man sehr große IT-Projekte gemacht. Man hat die sehr dokumentations- und prozess-heavy gemacht, also hat sehr viel dokumentiert, also das Grobkonzept, das Fachkonzept, das Detailkonzept, das technische Detailkonzept. Und dann irgendwann nach 3 Jahren hat man mal angefangen zu coden. Man hat auch so der Illusion aufgesessen, man macht einen Plan am Anfang und muss den dann eigentlich nur noch umsetzen. Das heißt, also man ganz am Anfang, noch bevor man irgendwas schreibt, macht man den Plan, nimmt sich vor, wie man es macht und setzt dann einfach den Plan um, arbeitet den ab. Das ist so dieser Begriff des Wasserfalls. Es geht immer nur bergab, nie bergauf. Nein. Es geht immer weiter, es geht nie zurück. Es folgt einem vorgegebenen Plan. Und da hat man einfach gesehen, dass das an ein paar Orten nicht funktioniert. Dass es unproduktiv ist, dass es sehr viel Aufwand produziert. Also gerade dieses ganze Papier, das hilft oft dann nicht so viel. Man hat gesehen, dass es nicht geeignet ist, um mit verändertem Umfeld umzugehen. Da haben wir ja eben gehört, Komplexität und so, Umfeld gibt es durchaus viel. Dafür ist es nicht gemacht. Und es hat eben sehr viele Projekte gegeben, die sehr spät gescheitert sind. Ob das dann 86% waren, wenn ich das von der Vorrednerin da mal umkehre, das würde ich jetzt noch bezweifeln, aber man hat hohe Scheiternsraten gesehen. Und dann haben sich eigentlich Entwickler zusammengetan, nicht Chefs, sondern Entwickler, haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, wir denken mal darüber nach, wie man das besser machen kann, wie wir sozusagen aus dieser Dilbert-Falle rauskommen und nicht irgendwie uns so organisieren wie im Comic Dilbert, sondern besser und sinnvoller organisieren. Und haben dann Methoden entwickelt, agile Methoden, Extreme Programming war eine, Scrum kam relativ früh, ist heute immer noch eine sehr, sehr übliche und wahrscheinlich die üblichste agile Entwicklungsmethode. Etwas Neues ist Kanban, was so aus der Produktionsplanung kommt, oder DevOps, wo es vor allem darum geht, Entwicklung und Betrieb gut miteinander zu verknüpfen. Und die haben das getan, haben so konkurrierende Methoden gehabt und haben sich dann aber mal 2001 zusammengesetzt und gesagt, ja, also wichtiger als dass meine Methode gewinnt, ist ja, dass wir insgesamt agil arbeiten, also dass das mit dem agilen Arbeiten wirklich tut. Und haben dann das Agile Manifesto geschrieben in Utah, haben sich da zusammengesetzt und ein paar Tage und haben das aufgeschrieben. Und ich möchte Sie eigentlich durch agile Projekte ein bisschen mitnehmen anhand der Prinzipien dieses agilen Manifests. Das würde ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie eine Sache lesen über Agilität, nur eine Sache lesen können über Agilität, würde ich Ihnen raten, dieses agile Manifest zu lesen. Gibt es auch in verschiedenen Sprachen etc. Und mal mit diesen 4 Prinzipien und dann den Regeln dazu anzufangen. Ist eine halbe Stunde, hat man das gelesen. Das Erste: Individuen in Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Menschen sind zentral. Menschen sind zentral, wenn wir Projekte machen. Wir machen nicht einen Org-Chart mit ganz vielen Kästchen und Linien und Verantwortungsbeziehungen und sowas. Und ganz am Ende, wenn das Org-Chart fertig ist und in Beton gegossen ist, dann schreiben wir noch die Namen der Menschen rein. Sondern wir fangen eigentlich mit den Menschen an. Wir versuchen ein funktionierendes Team, eine funktionierende Gruppe von Menschen, die selbst motiviert arbeitet, zusammenzubringen, die dann auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten kann und eingespielt ist. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun.
Und ich möchte Ihnen da ein Beispiel machen, jetzt nicht aus dem öffentlichen Sektor, sondern eher aus dem Großbankumfeld, Schweizer Großbank, für die wir arbeiten, wo irgendwann mal ein Team zu groß war. Es wird schön für uns, ne? Das Team ist größer geworden, das Projekt ist größer geworden. Man hatte irgendwann 15 Leute im Team, also mit Vertretern des Kunden. Und man musste das Team splitten. Und das wäre ja so eine typische Manageraufgabe, ne? Der Manager geht hin und splittet. Ich bin dann irgendwann vorbeigekommen, habe den Scrum Master, das ist so der, also nicht der Projektleiter in der agilen Terminologie, aber jemand, der so ein bisschen schaut, dass alles funktioniert oder dass Hürden weggenommen werden. Den habe ich irgendwann auf dem Flur getroffen und gesagt, sag mal, Guldi, heute ist doch der Teamsplit gerade in eurem Review und Planning. Macht ihr doch den Teamsplit. Und sagt er, ja, aber ich bin draußen und das Team sitzt drin und macht das alleine. Ja? Also es ist nicht der Manager, nicht die Hierarchie, die Dinge festlegt, sondern es sind die Menschen selber, die diese Dinge machen. Und der Effekt von dem war, dieser Teamsplit hat gut funktioniert. Die Leute waren extrem motiviert in der Konstellation, die Entwickler, weil sie selber das gemacht hatten. Die haben die Aufteilung, die Taskaufteilung gemacht, in anderthalb Stunden die Taskaufteilung gemacht. Die haben die Teams benannt, die haben die Leute sich selber aufgeteilt auf das Ding. Und es war einfach ein extrem großes Maß an Commitment zu der Geschichte, weil sie es halt selber gemacht haben. Also zusammengefasst, bauen Sie Projekte um motivierte Individuen, und geben Sie ihnen dann die Unterstützung, die sie brauchen. Also fangen Sie nicht mit der Organisation an, sondern mit den Leuten, mit den Teams und dann Unterstützung geben und Werkzeuge geben. Und vor allem vertrauen Sie ihnen, dass sie das machen. Weil Menschen sind ja gut und Entwickler sind extrem gut. Das sind extrem schlaue, intelligente, erfahrene Leute, die wissen, wie es geht. Und wenn Sie denen nur Vertrauen geben, dann machen die das schon für Sie. Und für die Ausschreibung würde ich eben auch so weit gehen, wenn man sagen, es sind eigentlich die Menschen das Wichtigste, dann schreiben Sie Menschen aus. Schreiben Sie nicht irgendwie ein 400-seitiges Fachkonzept aus, sondern sagen Sie, welche Menschen brauche ich, um mein Projekt zu realisieren und nehmen Sie das als Ausschreibungsgegenstand. Einfach mal so als Gedanke. Working Software over Comprehensive Documentation. Also früh Software bereitstellen. Ein anderes Prinzip, eben weg von diesen 100-seitigen, 500-seitigen, 1000-seitigen Konzepten, wo man dann wie bei Insieme irgendwann, wenn es die Realität trifft, merkt, es tut nicht, sondern ganz früh lauffähige Software bereitstellen, kleine Inkremente, eben bei der Sprint, diese kleinste Arbeitseinheit bei der agilen Entwicklung dauert 2 Wochen, da 3 Wochen vielleicht. Und nach jedem Sprint hat man eigentlich das Ziel, lauffähige Software zu haben. Die muss nicht zwingend dann live ins Internet gehen, aber die sollte in einer Form sein, dass sie lauffähig ist zumindest, dass man sie testen kann. Und idealerweise findet man auch eine Projektkonstellation, wo sie wirklich läuft. Also wir machen inzwischen bei so Web-Relaunches, so ein ganz klassisches Thema, was auch andere im Raum gut kennen, da versuchen wir eigentlich wegzukommen von diesem riesigen Launch, wo man sagt, ein Wochenende, das alte System geht offline am Freitag, dann kommt irgendwie so eine Wartungsmessage fürs Wochenende. Und am Wochenende nimmt jemand den großen Hebel, legt ihn um und am Montag ist alles kaputt. Und man muss den Hebel wieder zurück machen und hin und zurück und es wird immer schlimmer. Weg von dem und hin dazu, dass man mit ganz kleinen Inkrementen live geht. Dass man sagt, das braucht manchmal ein bisschen Planung, aber das ist extrem sinnvoll, sozusagen kleine Teile sehr früh live nehmen. Also bei einem 3-jährigen Projekt vielleicht nach 3 Monaten schon die ersten Dinge, ganz, ganz kleine Dinge live nehmen. Das ist extrem hilfreich, um zu testen, um festzustellen, ob was am Markt funktioniert, Fehler zu sehen. Im Konzept gibt es ja auch, oder? Sagt, man hat sich gedacht, das funktioniert, aber der Kunde will es leider nicht, der Kunde versteht die Bedienung nicht. Und dann kann man eben sehr schnell reagieren und nicht den Fehler dann perpetuieren in den anderen 100 Elementen. Und es ist auch extrem motivierend für das Team, wenn man sieht, es gibt erste User, es gibt Feedback von den Usern. Das ist eine extrem hilfreiche Geschichte. Genau. Früh releasen, inkrementell releasen. Zusammenarbeit über Vertragsverhandlung haben wir ja gleich noch einen Teil. Im Prinzip geht es darum, nicht nur in einem agilen Team selber, also in einem Entwicklungsteam, Agilität zu leben. Das haben sie relativ schnell, weil Entwickler finden das super. Die wissen, dass das produktiv ist. Die wissen, dass das motivierend ist. Also ihr Entwicklungsteam zu agilisieren und nach Scrum zu arbeiten beispielsweise oder nach einer ähnlichen Projektmethodik, das kriegen sie relativ einfach hin. Aber jetzt gibt es ja noch eine Organisation nach oben.
Und das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, wenn Sie sagen, ich mache da Scrum in meinem Entwicklungsteam, aber die gesamte restliche Organisation und vor allem die Chefs und die Chefs vom Chefs und die Amtsleitung glaubt, es sei eigentlich ein klassisches Meilensteinprojekt. Dann ist ein sehr großes Problem da. Dann versuchen Sie nämlich sozusagen Ihre eigene Welt als was darzustellen, was sie nicht ist, nämlich als ein klassisches Wasserfallprojekt. Das ist eine extrem gefährliche Situation. Ich kann Ihnen da eine Anekdote bieten von einem deutschen Automobilclub, also vom ADAC konkret, wo wir ein sehr großes, agiles Projekt gemacht haben, was auch und immer noch machen, auch ein agiles Pilotprojekt für die Organisation war, wo wir irgendwann mal in der Geschäftsleitung, also Steering Committee war die Geschäftsleitung, in der Geschäftsleitung waren und der Kunde, also ein neuer Geschäftsführer hat gesagt, ja, aber wie ist das denn hier mit dem Projekt? Das ist ja, ich habe da verstanden, irgendwas mit agil, aber wann ist es denn fertig? Wie sind die Meilensteine? Was ist das Budget? Was sind die Lieferobjekte im 2017, 18, 19, 20? Und ich habe also schon tief Luft geholt, um da meinen Sprüchlein zu lassen und irgendwie Ihnen das, der Geschäftsleitung des ADAC, das zu erzählen, was ich Ihnen jetzt ungefähr erzähle. Und dann hat die andere Geschäftsführerin, die schon etwas länger auf dem Projekt war, gesagt, nee, das ist hier ein agiles Projekt und das funktioniert mit anderen Prinzipien, das ist total transparent, aber es ist nicht eben ein klassisches Meilensteinprojekt. Und da wusste ich, yes, wir haben gewonnen, oder wir haben zumindest mal einen Teilerfolg errungen, gewonnen nicht, aber wir haben es geschafft, diese agile Geschichte wirklich nicht nur im Projektteam zu verankern, sondern in der ganzen Organisation. Ein anderes Thema, und das ist im öffentlichen Sektor besonders ein Thema, ist die nicht nur die Agilität oder nicht nur dass diese Kollaboration oder dieses kollaborative Vorgehen sozusagen über die Hierarchien in der eigenen Organisation, sondern auch zwischen Bedarfsstelle und Beschaffungsstelle und zum Beispiel mit einem IT-Amt, wenn Sie jetzt ein Kajo nehmen in Bern oder ein BIT, dass diese Agilität auch über diese Organisationsgrenzen geht. Das BIT zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen, hat da sehr stark, sieht sich selber sehr stark so auch, dass sie einen partnerschaftlichen Umgang mit ihren Bedarfsstellen haben. Also sagen, wir sehen die nicht mehr wir sehen uns nicht mehr als Lieferanten und die nicht mehr als Kunden, sondern wir sehen uns als Partner. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass sie wirklich die Businessleute, also die Anforderungssteller, auch in diese Welt mit reinnehmen, also den Product Owner, den fachlich Verantwortlichen in diese Projektkonstellation mit reinnehmen. Das ist meine Empfehlung hier an der Stelle, um da entsprechend reagieren zu können. Responding to change over following a plan, da haben wir ja von der Veronika Lebeck einen großen Teil gehabt dazu. Es gibt eben Wandel auch in der öffentlichen Verwaltung. Ich selber bin in der Rechnungsprüfungskommission meiner Wohngemeinde und wir haben jetzt, also Kanton Zürich, wir haben der Steuer-AV-Finanzierung, das ist dann in die Steuervorlage 17 umgegossen worden, da ist die Abstimmung jetzt am Wochenende und dann ist sehr, sehr schnell für uns zu reagieren, weil eben dieser politische Entscheid relativ spät fällt und weil auch die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen föderalen Ebenen relativ spät sich ändert. Also Wandel gibt es auch in der öffentlichen Verwaltung. Und das Prinzip bei Agil ist nicht, das als Störung zu sehen, sondern zu sagen, das ist normal, das passiert immer. Und wir bauen Instrumente und setzen Instrumente ein, die mit diesem Wandel umgehen können. Das wäre meine Empfehlung hier. Und das Letzte vielleicht noch, bevor ich dann weitergebe, ich kriege da schon Signale, das Letzte vielleicht noch, gehen Sie weg von dieser Projektdenke. Man geht oft, sieht oft WTOs, wo man sagt, da wird eigentlich ein Produkt entwickelt, was über 10 Jahre, 15 Jahre lebt. Und man hat aber die Illusion, man macht am Anfang ein Projekt, ja, 10, 15, 20 Entwickler drauf, dann geht das auf Null. Dann gibt es so eine Pause, wo dann alle Menschen irgendwo anders hingehen. Und dann versucht man neu eigentlich den Betrieb und die Weiterentwicklung zu staffen. Und das ist der größte Fehler, den Sie machen können, weil Sie damit genau diese Kontinuität des Teams, diese Menschen, die da das Team, das Produkt bauen, genau die verlieren. Also gehen Sie mehr mit einem Mindset ran. Gilt nicht für jedes Projekt, aber häufig, gerade wenn langlebige Dinge, die weiterentwickelt werden müssen, gehen Sie ran mit einem Mindset, dass Sie ein Produkt haben, was Sie weiterentwickeln über eine längere Zeit.
Das wären mal meine Punkte aus der Praxis. Und jetzt kommt, oder aus der Projektpraxis, Entschuldigung, du bist auch aus der Praxis. Und jetzt kommt der juristisch-praktische Teil, die Vertragsverhandlung. Genau. Aufgrund der Projekterfahrung haben wir dann auch irgendwann mal festgestellt, mit unseren normalen Verträgen kommen wir hier nicht weiter. Bevor ich auf die Vertragsbestandteile im agilen Softwarevertrag eingehe, die für uns entscheidend ist und die für uns dieses Vertrauen in die Zusammenarbeit, die wir machen, sozusagen widerspiegelt, ist es generell wichtig zu sagen, es gibt nicht den agilen Softwarevertrag. Den gibt es nicht. Es kommt ganz klar darauf an, was möchte der Kunde, was möchte der Bund in dem Fall oder wie auch immer, wie stellt er sich die Zusammenarbeit vor. Es gibt gemischte Entwicklungsteams, sind die Entwicklungsteams nur auf der Dienstleisterseite und so weiter. Wer stellt den Product Owner, ist ganz eine entscheidende Frage und so weiter. Der Vertrag muss das vereinbarte Vorgehen festhalten. Und das heißt, wir können keinen Standard-Wasserfallvertrag nehmen und dort die agilen Aspekte reinbringen. Das kommt zu Unstimmigkeiten im Vertrag. Und dann spiegelt der Vertrag das Vorgehen nicht mehr wider. Wichtig ist, dass man natürlich im Grundsatz bei den Altbewährten bleibt. Das heißt, man nimmt Standard-AGBs wie die SIG-AGBs oder die Bundes-AGBs in. Bei uns in der Firma haben wir auch allgemeine Bedingungen. Auf die baut man auf und auf diese AGBs setzt man dann den agilen Softwareentwicklungsvertrag auf. Bestandteil eines solchen Vertrages ist in erster Linie natürlich erstmal zu sagen, wo kommt man her? Wo kommt man her? Was ist die Ausgangslage? Was ist die Produktvision? Hier ist aber wichtig, dass man schon immerhin bei der Produktvision nicht zu sehr ins Detail geht und sich an Eckdaten festhält und im Vertrag festhält, weil die können nachher anders aussehen. Das ist ja gerade das Agile. Und der Vertrag, wie ich am Anfang gesagt habe, sollte das widerspiegeln, was auch nachher gemacht wird. Des Weiteren ist wichtig, Prozesse und Vorgehensweisen, Zusammenarbeit fixieren. Und das ist ja das, was meine Vorredner auch schon gesagt haben. Es geht nicht um Zusammenarbeit in erster Linie, es geht um Menschen. Und diese Zusammenarbeit fixieren muss man erstmal sich auf ein Scrum-Verfahren festhalten. Es kann Scrum sein, es kann auch Kanban sein, aber auf dieses Verfahren muss man sich einigen und da muss man sich klar machen, was sind die Abstimmungsmeetings, was sind die Rollen und so weiter und so fort. Wenn man das hat, kann man weitere Prozesse definieren, zum Beispiel im Change-Request-Modus. Change for free, Standard bei Agilität, muss festgehalten werden, aber wenn dieses Change for free diesen Budgetrahmen sprengt, wenn neue Funktionalitäten dazukommen, muss es das Änderungsverfahren nach einem ganz normalen Standard-AGBs noch geben. Aber man muss die Möglichkeit haben, in den Sprints, in den Releases hin und her zu schieben. Und das muss aber festgehalten werden, wie das funktioniert. Und wann aber jemand noch die Hand heben sollte und sagen sollte, Moment, jetzt sind wir aber im Änderungsverfahren, hier müssen wir dann doch nochmal über den Gesamtumfang nachdenken oder über den Preis. Des Weiteren Abnahmeprozesse. Es kann hier keine Standardabnahmeprozesse geben. Es kann nur agile Abnahmeprozesse geben. Wir haben in unserer Vorlage sozusagen, in dem Template, zwei Möglichkeiten. Einmal die Abnahme pro Product-Backlog-Item, das ist im gängigsten Fall die User-Story, dass man die in dem Prozess, wenn man sie aus dem Product-Backlog rausnimmt, geht sie in Progress, dann kommt sie in Review und irgendwann geht sie in Done. Das ist die ganz normale Verfahren. Und mit diesem Stellen auf Done von unserer Seite aus des Kunden ist das Product-Backlog-Item abgenommen, beziehungsweise die User-Story, je nachdem, wie Sie es dann benennen. Wenn Sie es aber den Abnahmeprozess mehr auf die Funktionalitäten ausstellen, dann kann er natürlich auch pro Release abgenommen werden und kleine Abnahme, Teilabnahmen, die natürlich aber rechtlich keine verbindlichen Abnahmen darstellen können, pro Product-Backlog-Item erfolgen. Des Weiteren im Vertrag festzuhalten, ist natürlich die Projektorganisation. Die Rollen festzuhalten und vor allem aber auch die Stellvertreter, weil das ist es wichtig. Das Agilität muss weiterfahren, muss fortfahren, auch wenn jemand mal in Urlaub ist oder krank ist. Des Weiteren, Personen sind wichtig. Man muss das Recht haben, eine Person auch ablehnen zu können, aus Qualitätsgründen. Nicht aus irgendwelchen Gründen, aber aus Qualitätsgründen. Es muss möglich sein, Personen in den, gerade auch in den Entscheidungsgremien auszuwechseln. Und, was auch wichtig ist bei Agilität, wie Veronika vorhin schon gesagt hat, es muss einen Eskalationsprozess geben. Es dürfen Fehler gemacht werden, aber diese Fehler müssen vielleicht mal eine Stufe höher beurteilt werden. Und dieser Eskalationsprozess, wer dafür zuständig ist, wer in dem Steering-Komitee sitzt, muss im Vertrag festgehalten werden. Und für mich eigentlich im Magie- und Softwarevertrag wirklich zentral ist eigentlich die Festlegung der Mitwirkungspflichten. Das Hervorheben
dass wir oder den Willen auch von Kundenseite agil zu arbeiten, die Betonung der starken Rolle des Product Owners, dass er mit der Entscheidungsträger ist, dass er zeitlich verfügbar ist, nicht nur er, sondern die anderen auch, und dass er rasche Entscheidungswege. Die meisten agilen Projekte, das sehen wir in der Praxis, tun, wie Herr Dürkop auch schon von angesprochen hat, an den Entscheidungsträgern scheitern, weil derjenige, der im Team mit drin ist, nicht entscheiden kann, sondern erst zur nächsten Stelle gehen muss, zur nächsten. Und dann sind wir nicht mehr agil, dann dauert es zu lang. Des Weiteren die Dokumentation. Dokumentation im Standard-Ding gibt es in Agilität, sieht ein bisschen anders aus. Bei der Dokumentation meine ich hier in dem Vertrag eher, dass man sich auf das Management-Tool einigt. Bei uns ist es meistens Jira und Wiki, wo man sich einigt, wo wirklich dokumentiert wird, was wird jeden Tag gemacht, wie, was sind auch die Vereinbarungen in diesen Planning-Meetings, im Review und so weiter und so fort. Dort muss man sich einfach auf ein System, auf ein Dokumentationstool sozusagen einigen und dieses auch festhalten. Des Weiteren Termine. Termine ist für den Kunden immer wichtig. Aber hier geht es nicht darum, Meilensteine. Wie man sagt, die einzigen Meilensteine kann es geben und das ist meistens der Going-Live-Termin, weil da muss es fertig sein. Aber dazwischen sind die Sprintlängen. Man soll die Sprint-Termin, also zeitlich festlegen und hier vereinbaren, aber sie nicht als Meilensteine und Verzugsbegründen nehmen, weil das macht gar keinen Sinn. Weil man legt ja den Umfang, der entwickelt sich ja im Sprint und auch der Sprint hat immer die gleiche Länge. Dort im Verzug zu kommen, ist relativ unkritisch. Des Weiteren Vergütung. Time and Material mit Kosten nach, ist unsere Erfahrung, ist die Agilität auch hier wieder gespiegelt. Man arbeitet hier offen, transparent, bis 75%, das haben wir so im Vertrag festgehalten, und schaut dann, was man mit 25% des Kostensaches, ist man noch in der Strategie, kann man das noch umsetzen, was man umsetzen möchte. Das ist nicht erst bei 75%, das ist mir klar. Es muss schon vorher in den Meetings immer wieder thematisiert haben, wie viel haben wir aufgebraucht, wie hoch ist unsere Velocity und so weiter und so fort. Aber hier einen Festpreis zu vereinbaren, der nicht nur den Kunden, sondern vor allem auch den Dienstleistern ein Korsett schnürt, ist für unsere Erfahrung her nicht realistisch in einem agilen Prozess. Und weil man aber so viel Vertrauen in Termine, in Umfang, in Umsetzung, in den Menschen hat, war es für uns wichtig, in unserem Vertrag ein beidseitiges Kündigungsrecht, wir haben es jetzt nach so einer Art Probephase, nach zwei Sprints drin, zu sagen, dass wir 14 Tage, also zwei Sprints, können wir jede Partei kann kündigen den Vertrag, wenn es nicht klappt. Den Mut zu haben, hier abzubrechen und vielleicht auch wieder auf Wasserfall zurückzugehen oder auch den Dienstleister auszutauschen. Meine Learnings ganz kurz und schnell zusammengefasst. Ich habe auch gerade schon die Zeithilfen bekommen. Zusammenarbeit. Zusammenarbeit definieren statt unspezifizierte Deliverables, das ist ganz wichtig. Nicht auf diese Verzugsdaten, Going-Live-Termin, Endtermin brauchen wir nicht diskutieren, der ist wichtig, der kann verzugsbegründend sein, dazwischen allerdings macht es im agilen Bereich keinen Sinn. Kostendach statt diesen Korsett-Festpreis, dann agil denken im Change-Request-Verfahren als auch im Abnahme, schnellere Entscheidungen, schnellere Prozesse, das im Vertrag festhalten, Kündigungsmöglichkeit aber auch schaffen, um nicht auf dieses Liefern, egal wie, rauszukommen. Jetzt versuche ich noch die Timebox einzuhalten und in den letzten wenigen Sekunden noch Gesamterfolgsfaktoren kurz etwas dazu zu sagen. Einfach bleiben. Seien Sie sich bewusst, Sie haben insbesondere in einem WTO-Prozess, haben Sie viele Leute, die incentiviert sind darauf, dass es kompliziert ist. Sie haben Anwälte, die Honorare verdienen, Sie haben Ausschreibungsberater, die Geld verdienen, Sie haben viele Leute, die incentiviert sind auf Komplexität. Halten Sie es einfach. Wenn Sie ein Projekt machen wollen, was erfolgreich ist, machen Sie es einfach. Machen Sie den Vertrag einfach, machen Sie die Meetingstrukturen einfach, machen Sie die Reportings einfach. Einfach Einfachheit als oberstes Prinzip. Transparenz ist ein sehr zentrales Element. Das ist ein Anspruch zuerst mal natürlich an uns. Wir sind komplett transparent in agilen Projekten. Wir sagen, wo wir stehen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Wir sagen, wenn es Probleme gibt. Wir geben Fehler offen zu. Wir versuchen, daraus zu lernen.
und sind aber absolut transparent. Das ist aber auch ein Anspruch an Sie, auch diese Transparenz uns zu geben, wo sie stehen und nicht sozusagen so ein Screen zu schaffen, Einwegspiegel oder was auch immer zwischen dem Dienstleister und der Bedarfsstelle und der Beschaffungsstelle. Stets nach dem besseren Weg suchen, ganz wichtiges Prinzip, die agilen Methoden haben alle Instrumente drin, Scrum beispielsweise die Retrospektive alle 2 Wochen, wo sie lernen können, nutzen sie das, challengen sie ihren Dienstleister an der Stelle auch und sagen, okay, wir haben hier ein Problem, wir müssen was tun. Das Instrument ist so, dass es darum geht, besser zu werden und voneinander zu lernen. Und das Allerwichtigste ist, vertrauen Sie den Menschen. Die Menschen, die bei Ihnen auf dem Projekt sind, die wollen das Beste tun in Ihrem Projekt. Vertrauen Sie denen, geben Sie Verantwortung ab innerhalb Ihrer Organisation an einen Dienstleister. Und da vielleicht als Abschluss ein Zitat von dem ehemaligen HR-Chef von Google, der gesagt hat, also Sie können es da auf Englisch lesen, ich versuche es mal auf Deutsch zu übersetzen, geben Sie den Leuten oder gibt den Leuten etwas mehr Vertrauen, etwas mehr Freiheit und etwas mehr Autorität, als es sich so auf den ersten Blick komfortabel anfühlt. Wenn du nicht nervös bist beim Delegieren, dann hast du nicht genug abgegeben. Gehen Sie mit dem Mindset an Ihr agiles Projekt ran, dann wird es ein Erfolg. Vielen Dank. Danke. So, haben Sie noch Fragen zum Vortrag von Tim und der Franziska? Ja. Ja. Im öffentlichen Bereich beschaffen wir ja, oder ist ja das Ziel in der Regel, ein Produkt am Ende zu haben und nicht Personen. Ja. Und wie schafft man das, diese Unabhängigkeit? Also wäre das dann, dass man am Ende OSS-Software macht und publiziert, um dann von den Dienstleistern unabhängig zu sein? Oder wie sehen Sie das? Das würde eigentlich zum Manifest und zur Agilität sehr gut passen, das, eigentlich. Das kann ein Element sein. Sie können Open-Source-Software haben oder Sie können Standard-Software integrieren. Ich glaube, dieser Punkt, den Sie am Anfang gesagt haben, sagen, es braucht am Ende ein Ergebnis, nicht einfach nur Leute, das hängt natürlich davon ab, was Sie selber an Kompetenz und Kapazität haben. Also wir haben eine Ausschreibung gehabt, die dann ein Anwesender gewonnen hat, leider, also nicht wir, wo die Beschaffungsstelle, wie ich fand, extrem kompetent war und gesagt hat, wir können selber managen, dass dieses Projekt am Ende, dass das einen Erfolg gibt. Wir wissen noch nicht genau, was gemacht werden soll, aber wir schreiben jetzt mal ein Team aus und wir werden das selber steuern. Wir werden selber steuern, was hier passiert. Wir werden den Product Owner stellen und wir erwarten eigentlich von dem Dienstleister, dass er uns kompetente Menschen bringt. Das prüfen wir auch. Das prüfen wir mit einem sehr harten Assessment. Wir prüfen diese Menschen und so ist es am Ende ausgeschrieben. Und das wird zum Erfolg führen. Da bin ich ganz sicher, obwohl er den falschen Dienstleister ausgewählt hat. Noch eine Frage? Sonst gehen wir von den Erfolgsfaktoren und Vertragsinhalten gehen wir wirklich in die Tatsachen rein. Und der Oliver wird uns erzählen, wie das dort aussieht.